Disco Fox FM. Hier ist dein Webradio für Musik mit Gefühl. Wir sind nicht mehr in Amerika, wir sind in Krefeld und mir gegenüber sitzt Jennifer Sturm. Liebe Jennifer, man kennt dich und man kennt dich nicht. Ja, so sieht's aus. Dann erzähl erstmal, woher man dich kennt. Ja, man kennt mich eigentlich als Helene Fischer-Dubel. Bin ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz gut unterwegs. Also wirklich, die letzten Jahre waren echt extrem. Ja, und jetzt gehe ich so meine eigenen Wege. Damals auch noch als Anarchia, kennt man mich vielleicht auch noch. Ja, da gab's Dance-Produktionen, unter anderem auch mit der Gruppe Sasch zusammen aus Köln. Ja, und jetzt bin ich erwachsen geworden, jetzt heiße ich Jennifer Sturm. Jetzt hast du einen anderen Namen angenommen. Genau. Nein, der Name Jennifer Sturm, den benutzt du jetzt, um deine persönliche Karriere voranzutreiben. Richtig, genau. Man wird ja nicht jünger und deshalb habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich brauchte was den Schlager im Prinzip schön betont, und mit Jennifer Sturm habe ich mich einfach wohlgefühlt. Wolke 7 ist noch frei. Wäre das so ein Wunsch von dir, so durchzustarten wie Vanessa? Ja, hat sie toll vorgelegt, also auf jeden Fall. Ja, du bist 1,58 groß oder klein, hast du gerade bei uns im Live-Chat geschrieben. Musste ich ja jetzt sagen. Genau wie Helene Fischer, die ist genauso groß. Ja, ich weiß. Ja, genau auf einen Zentimeter. Ja. Hast du dann noch vor zu wachsen? Ich glaube, das wird nichts mehr. Nur musikalisch, ne? Absolut. Ja, liebe Jennifer, wir haben natürlich viel Werbung gemacht und alle freuen sich auf deinen neuen Song. Und hier ist er. Ayo, ayo, die Nacht ist nur für uns gemacht. Ja, wie geht's denn weiter, Jennifer? Es muss doch was folgen jetzt. Ja, Manfred, absolut. Also wir gehen jetzt wieder ins Studio, nehmen einen richtig schönen Partysong noch auf. Also was heißt... Also der ist natürlich auch schon ein schöner Party-Song. Aber es wird nochmal so ein bisschen das Thema Feiern betont. Viel mehr kann und darf ich leider noch nicht verraten. Wird es ein Album oder nur eine CD? Na, es wird bestimmt auch bald ein Album. Also wir machen einen Schritt nach dem anderen und wir gucken jetzt erstmal, morgen haben wir ja erstmal VÖ vom ersten Song. Und Studiotermin steht schon für den nächsten. Und dann geht es natürlich Stück für Stück immer weiter, immer mehr Songs. Genau, dieser Song, den gibt's ab morgen in allen Download-Portalen, wo immer ihr auch euch befindet. Genau. Ja, und ich würde sagen, das ist ein richtig schöner, tanzbarer Disco-Fox und von daher können wir uns freuen auf die nächste. Ja. So sieht's aus. Aber du willst dich also auf der Bühne aber nicht nur auf Jennifer Sturm beschränken, sondern machst auch deine alten Sachen weiter. Ja, natürlich. Dein Double. Also, ja, mein Double nicht, aber Coversongs. Klar, natürlich, Double ist die Double-Geschichte, das ist was anderes. Aber als Jennifer Sturm habe ich natürlich auch Coversongs im Programm, klar. Ganz normal, Songs, die Leute kennen, wo die Leute feiern können. Leider hat sie keine mitgebracht. Ja. Die Erkältung macht es wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist das dein richtiger Name, Jennifer Sturm? Jennifer schon. Mein Nachname ist jetzt nicht so... Ist nicht so stürmisch. Nee, der ist nicht so stürmisch. Der würde für Verwirrung sorgen. Deshalb ist es Sturm geworden. Welches Sternzeichen bist du? Jungfrau. Jungfrau? Ja, da halte ich mich jetzt zurück. Die Stimme ist die Jungfrau. Was sagt man die Jungfrau nach? Weißt du das zufällig? Ja, dass man ziemlich penibel und genau ist. Das passt, glaube ich, das auch. Passt? Ja, doch. Ja, was noch? Eigentlich? Weiß nicht. Also pünktlich? Pünktlich, naja, kann ich nicht ganz unterstreichen. Ja, das würden meine Freunde wahrscheinlich auch so. Bist du ein unpünktlicher Mensch? Ganz schlimm. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist eigentlich immer noch ganz viel Zeit. Und bis dann der Zeitpunkt kommt, dann ist überhaupt keine Zeit mehr. Und dann gebe ich Gas. Und ja, das ist so eine Baustelle von mir. Aber das schaffst du. Ja. Die Studiotermine sind ja wichtig. Klar. Alles andere ist nicht so wichtig. darf ich fragen, arbeitest du noch nebenher oder beschränkst du dich jetzt voll und ganz auf deine Karriere? Nein, ich arbeite noch als Lehrerin. Als Lehrerin? Sport? Nein. Lass mich raten, Englisch. Ja. Und? Zweites Fach? Französisch. Nein. Englisch und Latein. Nein. Auch nicht. Sag's. Musik. Englisch und Musik. Genau. Ja, das passt ja. Auf jeden Fall. Und da unterrichtest du Schulkinder, kleine? Nee, die sind schon ein bisschen größer. Die sind schon im pflegehaften Alter? Ja, doch, so 9., 10. Klasse. Ja, so. Da kommt es. Ja, deine Nerven möchte ich haben, kann ich nur sagen. Mich soll ich grüßen, liebe Jennifer?
Okay. Hab ja gerade bei Facebook eine Nachricht bekommen. Du hast ein Glück, Manfred, eine so hübsche und gute Sängerin im Studio zu haben. Ein warmen Gruß bei 30 Grad aus Peru. Ach, der hat's aber auch sehr schlecht bei 30 Grad. 30 Grad, die haben wir fast ja. Wir haben ja. 24. Lieber Joachim, wir haben 24 Grad. So, wir waren stehen geblieben. Ja, geboren bist du in Deutschland? Ja, sogar gar nicht so weit weg, in Moers. In Moers? Mhm. Kenne ich mich auch gut aus. Ja, ich bin ein Kamp-Lindforter Kind. Aha. Und dann geboren in Moers. Dann muss ich morgen hin, morgen früh nach Kamp-Lindfort. Ach echt? Ja. Ja, dann kannst du meine Eltern besuchen. Zur Bürgermeisterstraße oder wie das Ding da heißt. Bürgermeister-Schmelzingstraße genau, wahrscheinlich. Genau, da muss ich morgen hin. Wann bist du denn zu Hause ausgezogen? Mit wie vielen Jahren? Oh, wann bin ich ausgezogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie alt war ich denn? Relativ früh, oder? Nö. Also zu Hause war eigentlich immer schön. Ich komme auch heute noch gern nach Hause. Aha. Ich weiß gar nicht, Anfang 20? So ungefähr? Also quasi vor wenigen Tagen. Quasi gestern. Genau. Quasi gestern. Was verstehst du denn unter Heimat? Da geht irgendwie mein Handy immer. Ja, ich höre es schon. Bitte keine Nachrichten. Ich habe meins extra ausgeschaltet. Bitte keine Nachrichten mehr. Was ich unter Heimat verstehe, ich bin eigentlich da zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr gerne in Österreich. Da sind wir jetzt wirklich viel auf Tour gewesen. Mhm. Dann, klar, Kamp-Lindfort ist natürlich die alte Heimat. Erkelenz ist die neue Heimat. Ich fühle mich eigentlich überall wohl. Überall wohl, wo du gut angekommen bist. Auf jeden Fall. Ja, wir haben zwei österreichische Gäste im Chat. Das ist die Trude und Vienna. Kannst du was auf Österreich sagen? Ach Gott. Ach Gott, ich kriege das auch nicht hin. Ich vergesse immer ein paar Buchstaben dann. Nee, jetzt so. Gut, spontan nicht. Oh, aber grüßen tust du sie trotzdem. Ich bin immer ganz froh, wenn ich die Leute dort verstehe oder sie mich verstehen, weil wenn ich dann anfange so ein bisschen ja mit unserem Platt hier, dann sind die auch nicht immer so ganz. Aber nein, wir verstehen uns, alles gut. Könntest du dir vorstellen, auch im Ausland zu wohnen oder eine Heimat zu finden? Mhm. Wenn ja, wo? Wenn ja, wo? Ja, irgendwo, wo es warm ist vielleicht. Also was Warmes. Ja, doch. Du brauchst auch Wärme. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch kein Skifahrer, also sonst würde ich sofort sagen Österreich, aber ich fahre kein Ski, also nur Après-Ski. Ich auch nicht. Ja, ich habe immer Angst, dass irgendwas passiert und deshalb bleibe ich lieber unten und ja, ich singe dann lieber. Du bist ja noch nicht so alt. Hast du trotzdem einen Kulthit, der dir spontan einfällt, den du als Kind quasi schon gemocht hast? Deutsch, Englisch oder? Das ist egal. Egal. Ich mag ganz gern die Hits von Nena. Ich muss mal eben mein Handy ausstellen. Ja, mach das. Mensch, Manfred. Ja. Immer diese Sachen hier. Ja, wie schon gesagt, 80er. Ja. Nena auf Nena. Jeden Fall. Ja. Die 99 Luftballons. Ja, doch. Leuchtturm fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Wer sind deine Partner? Wer ist dein Produzent? Dein Plattenlabel? Meine Partner, das ist auf jeden Fall die Sunny, die mein Management macht. Mhm. Ja. Sonja heißt sie, ne? Sonja, Aha. Genau, die Sonja. Ja, die ist richtig stark, also die hat echt Power und gibt Vollgas. Ja, und produzententechnisch sind wir jetzt auch da gelandet, wo wir eigentlich landen wollten. Das ist der Dirk Fiebig. Und Bekannt durch, ja, wo fange ich an? Also hat Ina Colada, Markus Becker, mit seinem Partner zusammen, Micky Krause, Jürgen Dreves. Ja, alle, ich glaube, so da kennt, bist du in guten Händen. Ja, doch. Das Plattenlabel heißt? Extreme Sound aus Köln. Extreme Sound. Genau. Mhm. Ja. Und das ist wo? Die sitzen in Köln. Aha, dann hast du es ja gar nicht so weit von Erkelenz nach Köln. Nö, alles NRW, das ist, ja, trifft sich ganz gut. Nicht bis zum Bohlen, bis nach Hamburg, also naja, alles Kurzstrecke. Hättest du ja gesagt, wenn Bohlen dich gefragt hätte? Ach, ich weiß nicht. Wir machen ja auch, ja, okay, wobei Schlager macht er ja auch, aber Ich denke, wir haben vielleicht andere... Menschlich vielleicht anders. Ansichten, ja, was so die Musik angeht, denke ich mir. Kann ich mir gut vorstellen. Kannst du dich an deine erste gekaufte CD erinnern? Oder? Ja, kann ich. Das war I Like to Move It. Von? Von, wie hießen die? Ja, dieses I Like to Move It. Ja, kennen wir alle natürlich. Weiß ich gar nicht mehr, wie die hießen. Aber ich weiß noch genau, wie die CD aussah und ich habe sie auch noch zu Hause. Mhm. Ich habe echt noch die ganzen alten CDs rumfliegen. Du bist ja du bist noch jung. Ja. Hast du denn bei Auftritten immer noch Lampenfieber? Es kommt auf den Auftritt an. Also
wie gesagt, dieses Perfektionistische, was halt so ein bisschen durch die Jungfrau durchkommt, glaube ich, dadurch ist mir immer wichtig, dass der Sound gut ist. Dass halt das, was ich da performe, dass das gut rüberkommt. Und wenn das alles läuft und wenn die Leute nett sind, das Publikum geht mit, dann habe ich keinen Lampenfieber. Also klar, ein bisschen Bauchkribbeln, aber das ist ganz normal. Und wo hast du denn das nächste Lampenfieber? Wo ist dein nächster Auftritt? Wo kann man dich live erleben? Das nächste Lampenfieber ist nächste Woche. Das ist in, oh Gott, wie heißen denn die Orte? Hüdesum. Frag mich bitte nicht, wo das ist. Das gebe ich ins Navi ein. Was vielleicht ganz interessant ist, ist die Bob-Weltmeisterschaft. Die ist in Winterberg. Mhm. Und das ist am Sonntag nächste Woche. Da während der Rennpausen singe ich dort. Und ja, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Das ist schon mittags. Das wird cool, das wird kalt. Ja, ja, ich hoffe, drinnen ist es ein bisschen warm. Das ist ja die Felddienst-Eis-Arena. Und aha. Also wer da in der Nähe ist, der genau. Guckt mal am besten auf deine HP, Jennifer Sturm. Und da könnt ihr alles erfahren, wo ihr sie sehen könnt, wo sie live auftritt und was sie in nächster Zeit so alles vorhat. Genau. Wenn du auftrittst. Ja. Hast du da ein besonderes Ritual vorher? Ja, was heißt Ritual? Ja, ich mache immer so ein paar Warmwertübungen noch im Auto, um die Stimme warm zu kriegen. Ja, ansonsten Ritual? Also eine Flasche Whisky vorher trinkst du nicht oder so? Nee, also nicht immer. Nicht immer, nur ab und zu. Genau. Das ist dann etwas schwierig mit dem Autofahren, ne? Ich lasse ja fahren. Hast du denn auch schon mal so einen richtig peinlichen Moment beim Auftritt gehabt? Boah. Jetzt nicht, aber ein Texthänger, das hat ja jeder mal. Ja, also zuletzt ist mir mal passiert, dass ich mir so ganz galante Jacke ausziehen wollte, hatte dann aber 5 Armbänder an und die hingen halt da an der Jacke fest und das war dann überhaupt nicht mehr schick und ich riss dann da dran und irgendwie, ja, ich kriegte die Jacke nicht aus, also musste die Jacke anbleiben und das ging dann so eine halbe Minute. Dann hast du geschwitzt. Ja, da hatte ich Stress. Aber sowas, bist du in der Lage, sowas zu kompensieren, indem du was Lustiges oder weitermachst? Oder ja, ich mache einfach weiter, soll ich machen. Was sollst du machen, ne? Ja. Also ich wäre wahrscheinlich als Publikum wäre ich aufgestanden und hätte dir geholfen. Ach, das wäre ja. Nett. Hast du einen Lieblingsfilm? Ein Lieblingsfilm? Ich muss ja ein bisschen muss ich dich ja ausfragen. Wir wollen dich ja kennenlernen. Darfst du? Boah, Lieblingsfilm. Den du auch schon mehrmals gesehen hast vielleicht. Ja, was habe ich denn mehrmals gesehen? Also ich bin ja eigentlich so ein Reportagen-Fan. Mhm. Sowas mag ich ganz gerne. Genau wie ich. Ja, ich mag wirklich diese, teilweise auch echt so Trash-Sendungen, wo, ja, weiß ich nicht, wo Köche irgendwie ein Restaurant retten oder sowas. Das hört sich jetzt bestimmt total blöd an, aber ich mag die Sendung. Oder Frauentausch oder sowas. Ich oute mich jetzt total, aber ich mag sowas, wo ich mich einfach nur berieseln lassen kann, wo ich nicht groß drüber nachdenken muss. Und zur Entspannung. Ja, und bei Filmen, da, gut, dass du das sagst, da habe ich mir irgendwann angewöhnt, ich vergesse irgendwann, was da drin vorkam. Das ist ganz verrückt, weil so als Kind, als Jugendliche habe ich immer viele Horrorfilme geguckt. Oh. Und ja, die konnte man dann ja nicht so gut verarbeiten und dann konnte ich schlecht schlafen. Und irgendwann habe ich mir dann halt, wie gesagt, angewöhnt, einfach den Inhalt zu vergessen. Und das passiert mir jetzt leider nicht nur bei Horrorfilmen, sondern bei allen Filmen. Oh. Und wenn ich dann in die Videothek gehe, dann überlege ich immer, hast du den schon gesehen oder noch nicht? Aha. Und ja, so kann es passieren, dass ich einen Film dreimal gucke und es aber am Ende gar nicht weiß. Das lässt jetzt tief blicken. Ich möchte da auch nicht weiter drauf rumreiten. Gut. Kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Haha, jetzt geht's ans Eingemachte. Oh Gott, ja. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann im Schwimmbad mit 11 oder so. Mit 11 schon? Naja, dann hast du es ja bis heute gelernt. Wo würdest du am liebsten wohnen, wenn du hier in Deutschland bleiben würdest? Berlin, Köln, München oder Düsseldorf? Welche Stadt wäre dir so am liebsten? Ein schönes Einfamilienhaus in Berlin. Was in es wahrscheinlich Berlin. Nicht gibt. Weiß ich gar nicht. Aber, das gibt es garantiert. Ja, Berlin ist eine tolle Stadt. Also ich finde es halt schön, dass die Stadt echt, die lebt halt. Die lebt, ne? Mhm. In allen Facetten. Ja. Bist du denn Fußballfan? Boah. Wo Berlin gerade gestern gewonnen hat? So jetzt Bundesliga nicht so, aber so Weltmeisterschaft, also EM, WM und da bin ich eigentlich immer dabei. Ja. Aha. Doch. Das ist schön. Das freut mich. Gehen wir mal zum Essen.
Zum Essen. Ja, gehen wir mal zum Essen. Okay. Was ist da, was muss unbedingt auf deine Lieblingspizza? Auf meine Lieblingspizza? Also ich bevorzuge Pasta. Aber wenn Pizza, dann ja doch, also darf dann auch viele Farben enthalten. Also Paprika, also Brokkoli, Gemüse auf jeden Fall. Bunt darf sie sein. Genau. Ist du denn berufsbedingt viel in solchen lokalen Pizzerien und McDonald's, wie sie alle heißen? Oder? Ja, also ja, man hat ja als Künstler nicht immer die Zeit. Ja, auf der Durchreise schon. Aber wenn man dann eigentlich so unterwegs ist, dann gerade in Österreich kann man natürlich super, super gut essen. Und die ganzen Lokale da auch an den Hotels, das ist natürlich immer top. Da ist dann echt gar keine Pizzeria oder so. Und ja, das ist schon gut da. Du hast auch keine Probleme, ne? Mit deiner Figur oder so? Ja. Oder musst du doch aufpassen? Ja, zu viel auch nicht, aber... Du hast ja nicht mehr 60 Kilo. Ja, aber... Na gut, aber Essen finde ich jetzt wichtig. Jetzt habe ich dich verraten. Nein, also ich finde, das würde ich mir auch nie nehmen lassen. Das finde ich echt super wichtig, dass man das isst, worauf man Lust hat. Wenn du zu Hause bist, dann achtest du da mehr auf Gesundessen oder muss das alles schnell gehen bei dir? Ja, ich bin Vegetarierin, von daher ist es in der Regel gesund. Ist das relativ einfach? Ja, doch. Also Fisch esse ich schon seit einigen Jahren wieder, auch der Gesundheit wegen. Also Fisch und Gemüse kommt bei mir eigentlich immer auf den Teller, ja. Hast du ein Spiel, wenn du zu Hause mal bist, was du gerne spielst, ein Gesellschaftsspiel? Gesellschaftsspiel? Dazu fehlen mir die Zeit für Gesellschaft. Gesellschaftsspiel. Gesellschaftsspiele, du ja. Du hast doch garantiert Freundinnen, mit denen du dich triffst und doch, so. Doch. Also wenn wir dann mal spielen, dann was spielen wir denn? Ja, was gibt's denn da? Diesen Buzzer gibt's da. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Quizspiel, was man an der PlayStation spielen kann. Aha. Ja, sowas habe ich nie gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ich bin einer von den wenigen, die keine PlayStation hatten, im ganzen Leben nicht. Gar keine? Nein. Keine Zweier, Dreier, Vierer? Ich spiel auch nicht hier am PC oder am Computer oder so. Gar nichts? Gar nicht, nein. Okay. Schon mal mit meiner Enkelin, da spiele ich schon mal Mensch, ärgere dich nicht oder sowas. Ja, das habe ich so, auch noch so. Das Alte noch. Disco Fox FM. Pass mal auf, ich habe da gerade eine Nachricht bekommen, was sehr interessant ist. Du hast vorhin erzählt, du kannst dich dann an Filme nicht erinnern. Und da stellt er die Frage, wie lernst du deine Texte denn auswendig? Ist ja kein Film. Das geht dann? Das geht, das ist ja kein Film. Ja, es ist irgendwie total blöd, aber das ist halt einfach so. Nee, Texte geht eigentlich gut, wobei ich mir dann selber so eine Geschichte ausdenke meistens, wenn ich einen neuen Text habe. Oder einfach nur singen und irgendwann ist der im Kopf. Wie lange brauchst du denn, um einen Text zu lernen? Oh, kann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Song an. Also es gibt bestimmt Texte, wo ich, keine Ahnung, also wo ich echt Wochen brauchen würde, wenn ich die lernen müsste. Aber so die Songs, die mich berühren, da geht es eigentlich relativ schnell. Und wenn du so auf der Bühne bist, kannst du spontan Songs singen, die jetzt vielleicht nicht in deinem Programm waren, aber die gewünscht wurden? Ja, schon. Das hast du alles drin? Ja, also ich versuche auch immer so die Wünsche zu erfüllen, wenn ich irgendwo bin. Dann, ja klar, aus den Zeiten, wo ich noch mit der Band unterwegs war, da hat man halt wirklich von Andrea Berg bis Tina Turner eigentlich alles gesungen. Und das Repertoire ist schon groß. Aber auf das Helene Fischer-Double möchte ich dich nochmal ansprechen. Ja? Kennst du sie persönlich? Nein. Leider nein? Leider nein. Hat sich noch nicht ergeben. Auch nicht kontaktmäßig irgendwie so? Nee, leider noch nicht. Aha. Ja, liebe Jennifer, es ist, wie es ist, aber ich habe noch 100.000 Fragen. Ja, dann schieß los. Kannst du jemanden imitieren? Imitieren? Boah, nee, ich glaube nicht. Nee. Kannst du nicht? Nee, ich bin sonst, so, wie ich bin. Sonst wüsstest du es auch. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich finde das klasse, wenn Künstler auch mal andere Leute nachmachen können. Das finde ich immer unheimlich witzig. Ja, finde ich auch gut, wenn andere das können, aber ich kann das leider nicht. Es gibt da einige, die das richtig gut können. Ne? Was gab es denn heute Morgen bei dir zum Frühstück? Zum Frühstück? Es gab Körnerbrot mit, was war denn da drauf? Käse. Körnerbrot. Ja. Kenne ich auch, esse aber nicht. Ich will unseren Vögeln nicht das Mittagessen mitnehmen. Nein, das war gutes Schwarzbrot. Es ist ja gesund, gesund. Ist meine Frau auch immer, aber ich muss das ja nicht unbedingt haben. Aber ab und zu esse ich das auch. Schwarzbrot oder sowas ist, muss ja auch sein. Für Frauen habe ich eine Frage. Brad Pitt, George Clooney.
Weder noch. Weder noch? Beide nicht. Du bist die erste Frau, die das sagt. Echt? Mhm. Ja. Ich kann diesen Hype sowieso nicht verstehen. Also so manche, oh, dieser Typ oder diese Frau oder... Nö. Dabei mag ich ja nicht, dass sie auch älter werden. Ja, und weiß nicht, es gibt hier so im Umkreis so viele nette Menschen. Welchen Schauspieler findest du denn besonders interessant? Schauspieler? Nicht jetzt nett, sondern interessant. Interessant? Ja. Gut, keine Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Hast du bei deinen Auftritten, du hast ja schon einige in deinen jungen Jahren, mal ein Outfit getragen, wo du dich hinterher für geschämt hast oder gesagt hast, das passt überhaupt nicht, da habe ich mich gar nicht dran wohlgefühlt? Ja, schon öfter. Ja? Doch. Wie groß ist denn dein Kleiderschrank, wie viele Meter? Zwei Zimmer. Zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad. Genau. Das halbe Haus ist Kleiderschrank. Bist du denn auch eine Frau, die auf Handtaschen und Schuhe steht? Ja, ich habe gar nicht so viel Paar Schuhe, würde ich jetzt sagen. Also vielleicht gerade mal so 50, 60 Paar finde ich jetzt überschaubar. Überschaubar. Bei einer Frau ist das wahrscheinlich überschaubar. Ja, bei Männern wäre das Luxus. Also ich habe eher so ein Faible noch für Klamotten, Perücken und so weiter. Also ich mag es halt auch, mich gerne zu verändern. Mhm. Wobei ich das meiste eigentlich gar nicht trage, aber... Bei einer Frau ist es so, du siehst das, du musst das haben und dann hast es und dann bist du glücklich. Ja, und dann ist die Welt in Ordnung. Frustkauf. Ja, nicht unbedingt. Das ist einfach, ja, das gehört halt dazu. Wie lange brauchst du denn morgens im Badezimmer? Stunde. Eine Stunde? Ja. Gehst du ungeschminkt aus dem Haus zum Einkaufen? Selten. Sehr, sehr selten. Wie kommt's? Du bist doch eine hübsche Frau. Ach, weiß ich nicht. Also ich habe sehr früh angefangen, mich zu schminken und mach das einfach auch gerne. Für mich gehört das dazu. Das ist wie Zähneputzen. Aha. Na gut, nur Zähneputzen dauert nicht so lange. Genau. Ich wollte zu deinem neuen Song, hast du ein Video gemacht? Ja. Liebe Freunde, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Das könnt ihr entweder auch auf meiner Seite, ich habe es auch drauf, oder auf der Seite von Jennifer Sturm euch ansehen. Müsst ihr euch unbedingt ansehen, ein sehr schönes Video und das passt genau zu dem Song. Also ich finde es einfach nur klasse. Gibt es von diesem Song auch, habt ihr da einen Remix vorgesehen? Vorgesehen, ja. Wir wollten jetzt erstmal gucken, wo die Reise so hingeht mit dem Song und ja, alle Remixer der Welt da draußen dürfen sich gerne bei uns melden. Nein, also im Ernst, also ich hätte schon ganz gern noch so ein paar schöne Mixe davon, aber jetzt einfach mal gucken, erstmal auf die Hauptversion konzentrieren und dann, also ich liebe ja auch diese Piano-Version oder sowas, finde ich auch toll. Mhm, so ein bisschen romantisch. Ja, so ein bisschen was ruhiger, wobei jetzt geht's im Sommer, jetzt muss man eigentlich ein bisschen Gas geben, aber dann zum Winter hin vielleicht mal nochmal sowas Ruhiges oder so. Oder dann einen schönen Mix, so richtig schön dance-mäßig. Wobei, der schiebt ja schon gut. Also, ich wüsste gar nicht, was man da noch viel so... Ja, das ist ja dann schon fast Techno, glaube ich. Ja, das könnte dann passieren. Ja. Ja, vielleicht ein paar Elemente einfügen, aber das ist ja mal alles nicht so einfach, ne? Nee, also wie gesagt, wer Lust darauf hat, meldet sich einfach. Also, der darf sich melden. Genau. Ein Remix von unserer Jennifer Sturm. So, welche Farbe hat dein Sofa? Mein Sofa, mein neues Sofa hat grau. Grau? Hast du auch ein neues Sofa bekommen? Ich habe ein neues Sofa, ja. Ja, meine letzte Künstlerin, die vor 14 Tagen hier war, die hatte auch gerade ein neues Sofa bekommen. Ja, siehst du mal. Keine Schuhe, neues Sofa. Genau. Würdest du, wenn du die Auswahl hättest, lieber in New York oder lieber in Paris leben? Da ich noch nicht in New York war, kann ich das eigentlich schwer irgendwie beurteilen. Paris ist eine tolle Stadt, aber in Paris ist soll echt heißen, du warst schon teuer. In Paris. In Paris war ich schon mehrfach, aber es ist echt teuer. Also da fühle ich mich so arm. Selbst wenn man da frühstücken gehen möchte, ist man irgendwie schon arm. Also man muss sich da echt aussuchen, ob man Frühstück, Mittag isst oder Abend isst. Ist echt so schlimm? Ja. Mhm. Also ich habe Paris leider auch in schlechter Erinnerung. Aber das hat mit dem Disneyland zu tun, wo ich da mal mit um meinem Töchterchen war. War zu voll, oder? Die Leute waren mir einfach zu unfreundlich. Mhm. Also man hat da überhaupt auch keine Auskunft gekriegt, wie es weitergeht. Man stand unten an der U-Bahn und wusste nicht, wohin. Das lag daran, dass du kein Französisch sprichst. Das kann gut sein, ja. Gibt es etwas, wovor du Angst hast? Früher war es das Fliegen. Also ich bin wirklich nicht gerne geflogen, aber mittlerweile geht's. Weil man gewöhnt sich dran. Ansonsten, wovor habe ich Angst? Natürlich die normalen Ängste, die jeder so hat. Mhm. Natürlich vor dem Krieg. Ich denke, das bewegt jeden.
man hat natürlich Respekt vor dem, was passiert in der Welt. Und klar, da hat man auch ein bisschen Angst. Ja, so geht es mir auch. Wenn ich fliege, habe ich in den letzten Jahren nicht mehr getan. Wenn ich fliege, habe ich immer gesessen, bin nie aufgestanden. Da fühlte ich mich immer am sichersten. Wo gehst du, hast du Lieblingsgeschäfte, wo du gerne shoppen gehst? Da gibt es ja so verschiedene Marken, Artikel, Geschäfte. Hast du da was Besonderes? Gibt es da was? Gar nicht mal. Also ich suche immer so die Geschäfte, wo nicht jeder reinläuft. Mhm. Und weil man da halt auch Sachen bekommt, die nicht jeder trägt. Mhm. Und bin da eher so ein bisschen ausgefallener. Mhm. Ja, muss ja wahrscheinlich als Künstlerin auch, ne? Wenn du da mit einem H&M-T-Shirt auftrittst, was jeder zehnte Zuschauer hat, ist er blöd. So sieht's aus. Hast du da noch ein Hobby außer Musik? Ja, ich habe jahrelang Tennis gespielt. Aha. Also wirklich intensiv von ganz klein auf, jedes Wochenende und immer wann ging. Und mein Berufswunsch war damals auch Tennislehrerin zu werden. Mhm. Ja, Lehrerin hat geklappt, Tennis weniger. Ja, wenn wir jetzt einen Tennisplatz hätten, könnten wir eine Runde machen. Genau. Ein bisschen kann ich das auch noch. Ach, cool. Aber auch nicht mehr so lange. Treibst du denn sonst noch Sport? Ja, ich mache ganz gern Zumba, natürlich Tanzen. Mhm. Und ansonsten bin ich auch immer in Bewegung auf der Bühne. Ja, das ist genug Sport, glaube ich. Glaube ich auch. Gehst du denn auch schon mal um die Ecke, so in der Kneipe um die Ecke, ein Bierchen trinken oder so? Ist das was für dich oder ist das gar nichts für dich? Berufsbedingt sind wir ja eigentlich immer unterwegs am Wochenende und da ist man mal in der Kneipe, mal größer, mal kleiner. Ich dachte jetzt eher zu Hause, meine ich jetzt. Zu Hause? Boah, weniger. Also bei uns im Ort gibt es da eigentlich jetzt nicht so viel. Es ist eher relativ klein, aber eigentlich bin ich ja fast immer unterwegs. Aber Erkelenz ist schön. Erkelenz ist sehr schön. Metzgerei Rösten. Ja. Kennst du bestimmt. Ja, doch. Obwohl du ja Vegetarier bist. Ja. Aber die haben ja auch was für dich. Genau. Da gibt es dann mittlerweile auch schon Sachen, dass ihr nicht mehr alle so durch die Geschäfte laufen müsst, um was zu finden. Dann gibt es ja mittlerweile auch so Geschäfte. Hast du einen Fanclub? Ich habe einen Fanclub, ja. Mhm. Und der ist gerade aktuell dabei, eine neue Seite zu errichten. Mhm. Ja, und da wird bald auch mehr zu sehen. Da sollte man dann mal auf deine HP gehen, ne? Genau. Vielleicht ein paar Grüße hinterlassen. Ist das schon soweit, dass man das machen kann? Ja, wir haben morgen noch ein Fotoshooting. Also morgen kommen dann nochmal ganz neue Bilder. Und dann wird es jetzt eigentlich nur noch innerhalb kürzester Zeit kommt dann die ganz neue Homepage auch online. Könntest du einen Tag auf dein Handy verzichten? Nein. Warum habe ich die Frage? Warum habe ich das gewusst, dass du das sagst? Könntest du das denn? Ja. Ja, echt? Ja, könnte ich. Und was würdest du den ganzen Tag machen? Wahrscheinlich zur Telefonzelle gehen, telefonieren. Wenn du eine findest. Es gibt noch welche. Ich wollte mal fragen, wenn du jetzt die vergangenen Monate mal auf deine Bühnenreise nimmst, hast du da bekannte Künstler getroffen? Boah, ja klar, man trifft ständig bekannte Künstler. Wo soll man anfangen? Also so die typischen, sage ich mal, Künstler, die hier überall unterwegs sind. Mhm. Boah, wüsste ich jetzt gar nicht. Hast du denn als Neuling, sage ich mal in Anführungsstrichen, hast du denn da Probleme mit den Großen? Man sagt ja immer, Künstler gönnen sich gegenseitig nicht das Schwarze unter den Nägeln. Nee, ist eigentlich Quatsch. Wenn ich das mal so krass sagen darf. Das ist eigentlich Quatsch. Also ich habe jetzt ein paar Mal schon beruflich auch mit Antonia zu tun gehabt. Mhm. Das ist auch super nett und Quatsch. Also ich sage immer so, wie man den anderen begegnet, so kommt es halt auch zurück. So soll das zumindest sein. Ja, und wenn jemand mir so begegnet, dann kann ich auch auf den Kontakt gerne verzichten, egal was für ein großer Star das dann sein soll. Kannst du auch eine Zicke sein? Mm. Oder bist du eher Mädchen? Ja, ich weiß, was ich will, aber zickig bin ich eigentlich nicht. Also ich glaube, ein großer Vorteil ist, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Aha. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, doch. Also ich schlafe dann eine Nacht und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Schön, wenn man das sagen kann. Dann hat man sein eigenes Ego ein bisschen hinten angestellt. Ja. Liebe Jennifer, hast du ein musikalisches Vorbild? Ein musikalisches Vorbild? Ich habe ganz viele musikalische Vorbilder. Eigentlich, ja, man orientiert sich eigentlich an all dem, was einem gefällt. Mhm. Ich habe eine Zeit lang dann auch wirklich, ja, auch kostümiert. Nena, Lady Gaga, Helene Fischer, von allem etwas. Und dann so eine ganz bunte Mischung aus allem, da sehe ich mich irgendwo. Da siehst du dich irgendwo. Ja. Aber dein Weg, den möchtest du jetzt in dieser Disco-Fox-Schiene finden, ne? Ja, auf jeden Fall Deutsch.
Ich habe damals ja im Dance-Bereich habe ich auch viel Englisch gemacht. Klar, natürlich als Englischlehrerin war das sehr naheliegend, aber ich möchte jetzt künftig auf jeden Fall im deutschen Bereich bleiben und ja, und auf jeden Fall Tanzbar, Partymusik, das ist meine Welt. Die Leute halt damit bewegen und ja, Spaß haben. Hast du denn früher auch mal gerne Partys gemacht, als du noch nicht auf der Bühne standst? Warst du immer schon so Partymensch? Das ist schon so lange her. Also eigentlich so lange kann das gar nicht her sein. Nein, wo ich selber noch so... Also für mich war eigentlich Bühne und Musik, für mich gehörte das immer zusammen. Party machen. In welchem Alter standst du das erste Mal auf der Bühne? Also so richtig mit 15. Mit 15. Und ja. Was hast du da gesungen? In dieser Band oder alleine? Das war direkt alleine. Das war ein Gesangswettbewerb von der Rheinischen Post damals. Und ja, ich hatte da eigentlich Just for Fun teilgenommen, hatte einen Titel von Jessica Volker, das sagt einem wahrscheinlich heute gar nichts mehr. How Will I Know hieß der damals und ja, ich hatte dann das Glück, den Wettbewerb zu gewinnen und da war die Motivation groß und dann habe ich weitergemacht. Aha. Wie hast du denn weitergemacht? Wie stelle ich mir das vor? Du hast jetzt mit 15 einen Preis gewonnen, jetzt sagst du, möchte ich weitermachen. Ja. Wie kommt man dann an die entsprechenden Leute? Ach, ganz verrückt. Also ja, manchmal sind es ja verrückte Geschichten. Ne? Ja, ich habe eigentlich immer gegoogelt, damals schon, und habe immer geguckt, Sängerin gesucht. Ja, und dann landet man in ganz Deutschland und irgendwo wird immer eine Sängerin gesucht. Und so kam ich eigentlich von einem Projekt zum nächsten. Und ja, und dann durch Mundpropaganda und man lernt so viele Menschen kennen und ja, und irgendwann kam eins immer zum anderen. Also es ging immer weiter. Wenn eine Tür sich geschlossen hat, warum auch immer, weil es vielleicht nicht gepasst hat, dann ging irgendwo eine andere wieder auf. Ja, und jetzt ist die Tür aufgegangen und da fühle ich mich besonders wohl. Das ist unheimlich toll zu hören. Liebe Jennifer, hast du außerhalb deiner Musik noch einen Wunsch oder einen Traum, den du dir gerne erfüllen möchtest im Laufe deines Lebens? Ja, ich möchte auf jeden Fall mal gerne nach Australien reisen und dort ja mal ein paar Wochen Zeit verbringen und alles sehen, was man so aus dem Schulbuch kennt. Das wäre noch so ein Traum. Warum gerade Australien? Was reizt dich da besonders? Ja, die Landschaft? Landschaft, Leute, die Geschichte und ja, Australien finde ich einfach toll. Es ist einfach, es reizt mich. Ja, ich kenne einige, die schon da waren, schon 2-3 Mal. Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie wollen da immer wieder hin. Ja, ist schon seltsam. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Flugzeit rumkriege. Ja, das sind einige Stunden, ne? Ich glaube 12 Stunden mindestens. Ich glaube, so viel K.O.-Tropfen gibt es gar nicht. Kannst dich da vorher einschläfern lassen. Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Du bist, wie ich das heute so feststelle, ein humorvoller Mensch. Lachst du viel? Ja. Kannst du viel lachen? Doch. Also ich komme ja aus dem Rheinland und da lacht man. Da lacht man über sich, über andere, auch wenn es anderen nicht immer gefällt. Auch schon mal, aber bei uns ist das ja ganz auch normal. Auch schon mal über sich selbst? Ja, klar. Siehst du alles mehr positiv oder mehr negativ, das Leben? Absolut positiv. Absolut positiv. Also dein Glas ist immer halb voll. Immer. Und dein Lebensmotto schließt dich da quasi an? Ja, also im Prinzip das Motto halt, dass man kämpfen muss und wer nicht kämpft, der hat halt schon verloren. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Was versprichst du dir jetzt von diesem Song? Dass er angenommen wird, bin ich ziemlich sicher, du wahrscheinlich auch, sonst hättest du ihn nicht gemacht. Ich hoffe es, ich habe schon so viele Songs gemacht und jedes Mal ist man natürlich mit Herzblut dabei. Diesmal ist es halt etwas anders, es ist mein eigener Song, es ist es ist musikalisch in etwa da, wo ich ankommen wollte, bin ich angekommen und ja, ich verspreche mir eigentlich gar nichts, aber ich wünsche mir natürlich ganz viel und ich wünsche mir, dass die Hörer den Song annehmen, sich wünschen und mich unterstützen, das ist natürlich mein Traum, klar. Ab morgen ist er erhältlich, offiziell. Ja, dann wir haben ihn ja schon. Wir haben ihn auch nochmal drin liegen. Um 19.30 Uhr, liebe Jennifer, gibt's nochmal, sag du ihn mal an. Ja, die Nacht ist nur für uns gemacht. Ejo, ejo. Wer hat den geschrieben? Den hat die Sunny geschrieben und ja, den Text und die Musik hatte noch jemand anders gemacht, der Produzent jetzt und ja, und daraus ist dann dieses Baby entstanden. Liebe Freunde von DiscoFox FM, ab morgen könnt ihr diesen Song euer eigen nennen. Überall ist er zu haben. Ja. Beim Fleischer,
deines Vertrauens. Nicht wohl. Und wer nicht weiß, wie er ihn kriegt, der meldet sich einfach. Ja, auf deiner HP. Genau, oder Facebook. Wir sind ja hier ganz überall vertreten, fleißig. Und ja, mich haben echt schon Leute angesprochen, die wissen gar nicht, wie die jetzt den Song bekommen. Und, echt nicht? Ja, deshalb sage ich das nochmal. Also wer Hilfe braucht, kann gerne mal mich anschreiben und dann helfe ich auch gerne. Gibt es denn auch CDs zu kaufen oder nur im Download? Aktuell im Download. Hm. Und es soll aber auch bald welche geben, natürlich zum Kaufen, die dann auch bei den Auftritten erhältlich sind, weil da natürlich auch schon viele nachgefragt haben, die dann gerne noch irgendwas mitnehmen möchten, und da arbeiten wir dran. Leider hast du mir kein Geschenk in Form von Autogramm mitgebracht. Ja, aber ich hoffe, dass ich die von dir noch irgendwie bekomme. Natürlich, muss ja noch die schönen Bilder dafür morgen machen. Aha. Hast du denn schon Autogrammkarten? Oder, aktuell, ja. Also die sind sogar aktuell in der Post von der Sunny. Die sind unterwegs. Achso, die sind. Genau. Müssen nur noch Briefmarken drauf. Mhm. Hast du eine... Du bist ja eine taffe Frau, sag ich mal. Hast du trotzdem eine Schwäche? Ja, ungeduldig bin ich. Ungeduldig? Mhm, ach, doch. Du sitzt aber ganz ruhig und gelassen hier. Ja, ich arbeite daran. Ich habe jetzt auch mit Malen angefangen. Nein, im Ernst, ich versuche immer Dinge zu tun, die mich ein bisschen ruhiger machen. Und das hilft mir ganz gut. Womit malst du denn? Mit, ach, mit allem. Zeichnungen oder Öl? Ja, oder? Malen, so ein bisschen was mit nicht nach Zahlen. Nein, nicht nach Zahlen. Ohne Zahlen. Ohne Zahlen. Ja. Also hast du verborgene Talente? Naja, Talent würde ich das jetzt nicht nennen. Aber wie gesagt, das ist einfach mal, um zur Ruhe zu kommen, ist das ganz schön. Mhm. Du bist ja wahrscheinlich nicht so viel zu Hause. Kochst du auch schon mal für dich? Ja, also ich koche, wenn ich kann, koche ich eigentlich immer täglich frisch. Täglich frisch? Ja, doch, wenn es geht. Und wenn du drei Künstlerkolleginnen oder Kolleginnen zum Essen einladen könntest. Ja. Wen würdest du denn da einladen? Ach, wen würde ich einladen? Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich würde ich Helene Fischer einladen, damit wir uns dann auch mal kennenlernen. Mhm. ich würde, glaube ich, auch Andrea Berg einladen. Finde ich auch, ist eine ganz spannende Künstlerin. Mhm. Und, kommt ja aus Krefeld. Ja, ist ja auch dann quasi um die Ecke. Wen würde ich denn noch einladen? Vielleicht jemand Männliches? Da müsste ich spontan entscheiden. Irgendjemand, der gut in die Runde passt. Hast du eine Idee? Ich habe viele Ideen. ein Mensch, der ganz viel erzählen kann, ist vielleicht Christian Anders. Mhm. Also der hat ja auch ein Leben auf und ab gehabt. Von daher sind solche Menschen immer sehr interessant. Kommt der auch aus der Nähe? Ich weiß es gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber sein Zug fährt ja. Sein Zug fährt, ja, der fährt immer noch irgendwo hin. Der fährt immer noch irgendwo hin. Das hast du mich ganz rausgebracht. Ja, tut mir leid. Ja, das war das Essen gehen. Ist weg. Ja, Manfred. Ist weg. Jetzt? Du bist ein Rheinland-Typ, hast du gesagt? Ja. Bist du denn auch ein Karnevalstyp? Ja. Wenn du auf die Straße gehst, zum Straßenkarneval, ja, wie würdest du dich gerne mal verkleiden? Für mich ist immer Karneval. Das ist eigentlich witzig, weil, ja, ich habe dir ja schon erzählt, bei mir zu Hause sind ja so einige Räume voll mit Klamotten und ja, bei mir blinkt es eigentlich immer, auch auf der Bühne. Und für mich ist Karneval eigentlich so die Chance, diese ganzen Kostüme mal auszuführen, die für mich eigentlich normal sind. Bevor die Motten reinkommen. Genau, also ich muss da jetzt kein extremes Motto. Ich hatte mich auch zuletzt verkleidet und für mich war das gar keine Verkleidung. Und dann kamen welche zu mir und sagten, oh, super Kostüm, super Verkleidung. Ich wusste gar nicht, was ich darstellen wollte. Ich habe dann gesagt, ich bin ein silberner Engel. Und weil ich halt alles in Silber angezogen habe. Haben die Leute gesagt, das stimmt. Ja, aber einen Tag später würde ich auch so auf die Bühne gehen. Also ich unterscheide da jetzt nicht so. Aber gut, generell Karneval, ich finde es toll. Also ich finde es schön, wenn die Leute sich verkleiden und Kostüme. Also könnte ich mich stundenlang mit befassen. Ich möchte nochmal zum Anfang kommen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Helene Fischer-Double zu machen? Mhm. Es war damals eine Ausschreibung. Oder was heißt eine Ausschreibung? Eigentlich war es eine Kollegin, die selber als Andrea Berg-Double unterwegs ist, die damals eine Sängerin gesucht hat, die Partymusik macht. Und da ich ja, wie gesagt, durch die Band schon viele Songs im Repertoire hatte, kam dann eins zum anderen und dann fiel ein Helene Fischer-Double in Meerbusch aus. Mhm. Ja, und dann rief sie mich an und sagte, ja, du singst doch auch Helene Fischer. Und ich sagte, ja, für mich war Helene Fischer bis dahin eigentlich kein großer Begriff.
Das war irgendwo, ich weiß gar nicht, 2012 rum. Also Helene Fischer hatte auch noch kurze Haare und es war eigentlich, ich hatte schon immer lange blonde Haare und für mich war das eine ganz andere Welt. Und sie sagte, ja, pass auf, zieh eine Perücke auf und ein schönes Kleid und dann singst du ein paar Helene Fischer Lieder, du hast ja ein paar. Und gut, habe ich gedacht, machst du das mal? Und ja, dann ging es eigentlich so richtig los. Und dann mit der Band war ich unterwegs und habe halt immer wieder Feedback bekommen, dass meine Stimme halt der Stimme von Helene ähneln würde. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann kam Atemlos und dann war vorbei. Hat man dir denn schon mal gesagt, dass du so ein paar Gesichtszüge von Helene hast? Gesichtszüge, ja. Was heißt Gesichtszüge? Ja, manchmal halt so ein bisschen Ähnlichkeit halt, ja, vom Typ. Wir haben halt die gleiche Größe. Mhm. Und Auch vom Gesicht her, finde ich, ja, persönlich so. Ja, so ein paar Sachen. Aber wie gesagt, ich habe halt Helene immer als Kollegin gesehen, nie so als... Ja, ich sehe mich nicht als klassisches Double. Mhm. Du magst die Songs und genau, richtig. Du magst die Künstlerin. Genau, ich mag die Songs und ich mag es halt, die Menschen mit dieser Musik auch zu berühren und wähle halt auch die Songs aus, die mir besonders gut von Helene gefallen. Ja. Ein paar Minuten haben wir noch und wir haben auch noch ein paar Fragen oder ich habe noch ein paar Fragen, zum Beispiel nach Haustieren. Nochmal bitte. Haustiere. Ja, ich möchte immer wissen, was für Künstler welche Hunde haben, welche Katzen haben. Ich habe Haustieren verstanden. Haustieren. Haustieren. Ja, das kannst du ja auch. Kannst du ja auch gut in deinem Beruf. Ja, genau. Haustiere. Ja, ich bin mit Haustieren aufgewachsen. Also wir hatten einen Graupapagei, einen, wie hieß der noch, Mohrenkopfpapagei oder sowas. Mhm. Und zwei Hunde. Ja, die sind irgendwann gestorben, als ich 18, 19 war. Also die Hunde waren dann ja auch schon 20 Jahre alt. Ja, bei mir zu Hause leben aktuell keine Tiere, weil ich halt keine Zeit habe. Also jetzt zum Beispiel einen Hund auszuführen. Ich bin jetzt eher der Hundefan, also keine Katzen, die könnte man ja alleine lassen. Aber ich bin eher so für Hunde. Mhm. Und ja, im Moment geht leider nicht. Ja, wir haben unseren, der ist diesen Monat 18 geworden. Ui. Ja. Ja, endlich volljährig. Langsam, ja, leider schon zu volljährig, wo man dann irgendwann mit rechnen muss, dass man Abschied nehmen muss. Ja, ne? das Schlimme dabei. Wir hatten schon mal vor Wochen das Problem, wo wir dachten, jetzt ist es soweit. Mhm. Aber irgendwie richtet er sich immer wieder nochmal auf. Ja, dann genießen. Aber das tun wir auch. Er wird auch verwöhnt. Du hast ein schönes Auto draußen stehen. Hast du auf Punkte in Flensburg? Nö, ich glaube aktuell nicht. Nein? Nee, bist noch nie geblitzt worden? Ja klar, aber Punkte habe ich noch keine. Also ich hatte mal irgendwann, also das ist aber schon Jahre her, mal so Telefon am Steuer, da kam das aber auch gerade erst so raus, aber das war auch ganz gemein. Da hat der eine den anderen angefunkt und hat das gesehen und ich natürlich dann um die Ecke und hatte natürlich kein Handy mehr am Ohr und dann, naja, und dann, sie wissen schon, ich sag, nö, und ja, und dann, na gut, kann man ja auch nicht lügen. Nee, soll man sollte nicht. Man auch nicht. Das waren, glaube ich, damals 65 Euro und ein Punkt. Also das ist schon lange her, ganz, ganz, ganz lange her. Und alle, die zuhören, bitte nicht nachmachen, Handy immer weglegen und mache ich seitdem auch. Versuche ich auch. Aber manchmal ist es einfach nicht, oder man findet nicht eine schnelle Stelle, wo man halten kann. Ja, Kopfhörer ins Ohr. Das mache ich jetzt immer so. Ja, ne, das tue ich nicht. Bevorzugst du den Stern am Auto? Oder ist das Zufall? Zufall. Mir gefällt das Modell. Mhm. Mhm. Also du könntest dir auch Opel vorstellen. Ja, doch. Mit Opel habe ich angefangen. Opel Kadett. Ja, der alte Kasten noch, der viereckige. Ja, Opel Kadett. Das war mein erster. 4 Jahre lang. Legst du dann viel Wert auf PS? Jein. Also ich sag mal, wenn man so viel Zeit im Auto verbringt, dann sollte man schon ein bisschen was Schönes haben. Ein sicheres Umfeld auch, ne? Ja, doch. Mhm. Ist natürlich ein Mercedes was anderes als ein kleiner Fiat oder sowas. Das ist logisch. Ja, bestimmt. Aber ich glaube, den Fiat gibt es auch nicht mit Allrad. Ich weiß das gar nicht. Der hat aber alle Räder. Ja, genau. Was nervt dich denn am meisten, wenn du unterwegs bist im Auto, bei deinen anderen Autofahrern? Stau? Stau nervt mich bei anderen Autofahrern? Drängeln. Ich hasse es, wenn ich sowieso schon schnell fahre und dann noch von hinten einer drängelt, wo ich mir dann denke, hallo, hier ist 130 und du musst mit 130 noch drängeln und na, das nervt. Das muss natürlich nicht sein, aber das erlebe ich ja auch tagtäglich. Was sollte denn mal jemand erfinden?
Hast du da eine Antwort drauf? Was, erfinden, ja. Wo du sagtest, ich habe zum Beispiel, wenn ich da gerade deine Milch sehe, wenn ich diese Dinge aufmache, da kommt meistens immer was raus. Sowas in dieser Art, was praktisch ist. Das liegt ja daran, wie du die Milch aufmachst. Ja, also mein Traum war ja immer, ich habe es auch tatsächlich mal irgendwann geträumt, mein Kindheitstraum, wie damals bei Marijke Amado, so eine Maschine, wo man morgens reingeht und dann innerhalb von wenigen Minuten wieder rausgeht und man ist top gestylt, man ist fertig, man ist angezogen, man ist ausgehbereit. Das wäre toll. Naja, das könnte man viel Zeit sparen. Das sind aber seltsame Hoffnungen. Ja, das klappt wahrscheinlich nicht, aber das wäre so ein Traum von mir. Mhm. Wen oder was kannst du nicht widerstehen, was Lebensmittel anbetrifft? Meinem Lieblingsitaliener. Da gibt es Nudeln und Pasta. Pasta. Pasta geht gut. Da sündigst du. Ja. Vollende doch mal bitte diesen Satz. Glücklich ist. Glücklich ist, wer das Glück lebt und zulässt. Mhm. Okay. Jeden Tag, jeden Moment. Kann man so stehen lassen. Hast du in der Jugend eine Sünde begangen, wo du dich heute noch für entschuldigen würdest, könntest? Zum Beispiel bei einem Lehrer oder einer Lehrerin, Kollegin in diesem Falle? Wenn die alle wüssten, dass ich heute eine Kollegin bin. Hat man dir das nicht zugetraut früher? Ach doch, weiß ich nicht, aber ja, nee, ich war ja eigentlich schon immer gut in der Schule, aber ich war halt schon immer ein Exot. Also das hattest du denn immer den Wunsch, Lehrerin zu werden? Oder hat man dich da reingedrängt? Nee, mich hat keiner gedrängt. Also das macht mir einfach Spaß, da bin ich auch so reingewachsen. Mhm. Ich habe eigentlich immer schon die niedrigeren Klassen unterrichtet. Also sprich, wenn ich in der 8. war, habe ich schon 5. Klässler unterrichtet und so weiter. Mir machte das halt immer direkt schon Spaß. Wunsch reingerutscht? Nee. Es war immer schon so, hat mich so begleitet. Doch. Und eine Sünde. Ja, bestimmt. Also es gibt bestimmt so Momente, wo ich heute denke, wärst du mal damals nicht so oder so in die Schule gegangen? So ein paar Modesünden, glaube ich. Frauen. Also so wie andere in die Disco gehen, so bin ich halt auch mal in die Schule gegangen und zur damaligen Zeit war das halt nicht so. Also heute ist es tatsächlich so, dass die Mädels da sitzen mit Schminkspiegel und das ist normal. Ja, ich das ja kannte aus meiner Schulzeit und es damals ja nicht gab, bin ich da jetzt auch nicht so streng, vielleicht wie andere Kollegen oder so. Also ich, Bist du da mehr die Kameradin und dann? Oder? Ich gucke dann mal weg. Also ich, klar, die sollen natürlich aufpassen, aber ich würde das jetzt nicht sofort monieren wie vielleicht andere. Ja. Aber der Respekt, ist der immer noch da bei der Jugend wie früher oder nicht mehr so? Anders. Man muss sich den Respekt schon anders verdienen. Das erarbeiten. Nicht erarbeiten, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich habe noch so ziemlich viele Fragen. Wir haben noch 10 Minuten. Und zum Abschied würde ich dir gerne noch 2 Alternativen zur Antwort anbieten. Einiges haben wir schon besprochen. Und das ist jetzt mal quasi die Zusammenfassung. Bier oder Wein? Ein süßer Wein. Ein süßer Wein. Beerenauslese. Mhm. Zum Beispiel. Sowas Süßes trinkst du? Ja. Wo ist ja ekelhaft. Nee, mir schmeckt's. Pizza oder Salat? Salat. Berge oder Strand? Strand und Aussicht auf die Berge. Aha. Das ist ja nicht erlaubt hier. Berge oder Strand? Endlich kann ich meine Frau beeinflussen hier. Après-Ski in den Bergen. Après-Ski in den Bergen. Hm. Ja. Langschläfer oder Frühaufsteher? Sowohl als auch. Du bist eine... Für mich gibt es nicht nur schwarz oder weiß. Ah, das ist gut. Mhm. Ja, das ist eine gute Antwort. Sport oder Sofa? Mhm. Sport. Fernseher oder Kino? Kino. Eine Frage haben wir schon fast beantwortet. Porsche oder Opel? Ja, Porsche. Hund oder Katze wurde auch schon beantwortet. Jeans oder Anzug? Jeans. Also in diesem Falle Jeans oder Kleid. Trägst du lieber Jeans oder lieber Kleider? Kommt auf den Anlass an. Trägst du auch Mini-Kleider? Ja. Ja? Da muss ich. Bei 1,58 Meter kann ich keine langen Kleider anziehen. Also, gehst du in die Kinderabteilung? Ja, ab und an.
Kuchen oder Leberwurst? Hast du, glaube ich, auch schon beantwortet. Kuchen, obwohl ich bin auch kein Backwarenfreund eigentlich. Hm. Ich auch nicht. Liebe Jennifer, mein Kollege, der wartet auf den Stream. Es war sehr schön. Ja, danke. Wir hatten nicht ganz viele Musik von dir, aber dafür ganz viele schöne. Ja, und ganz viel Eo-Eo. Ganz viel Eo-Eo. Und genau ist das Lied, der Song. Ich sag mal Lied ist blöd, ne? Song ist schöner. Ach, das ist egal. Ist nicht? Ja. Hauptsache die Zuhörer wissen, was kommt. Ja, was kommt denn? Ja, jetzt kommt Die Nacht ist nur für uns gemacht. Passt ja, kurz vor Acht. Eo-Eo. Eo-Eo. Jennifer Sturm, live bei Disco Fox FM. Ich sage ganz herzlich, ganz lieb Dankeschön. Ja, Fiatti nach Österreich. Fiatti nach Österreich, ja. Wir haben ja noch was gelernt heute. Ja, haben wir was. Tja, so ist das, ne? Zwei Stunden in Krefeld, schon hast du was gelernt. Danke dir für die Einladung. Aber gerne. Tschüss. Disco Fox FM. Hier ist dein Webradio für Musik mit Gefühl.